Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Someday You'll Return. Und wir steigen hier immer weiter hinab in das Haus des Biests. Sind mittlerweile, wenn wir hier mal so raufgucken, doch schon ziemlich weit in den Untergrund gekommen. Aber das war's doch nicht. Es geht für uns noch weiter hinunter, in der Hoffnung, endlich jetzt mal hier irgendetwas über den Verbleib von Stella zu finden. Jetzt hier weiter? Nee, ich denke nicht. Scheiße. Und dann müssen wir hier runterjumpen? Geht gar nicht. Ah, hier. Hinabsteigen. Ich bin ja auch doof. So. Alles klar. Was liegt hier drin? Wie ist ein Kochtopf? Oder was ist denn das? Keine Ahnung. So. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt nicht irgendwo runterfallen. Ich glaube, wir müssen einmal außen rum gehen. Und wir hören Stella. Hinter jeder Tür gibt es eine Geschichte zu erzählen, die entweder traurig ist oder fröhlich. Ich glaube, wir kommen der Sache jetzt hier verdammt nahe. Da vorne sehen wir eine weitere rote Tür. Und anscheinend führt uns die Tür nach draußen. Auch hier sehen wir wieder diese Zeichnungen. Die Spinne über einem kleinen Mädchen. Mal gucken. Ach du Scheiße. Wo sind wir hier denn gelandet? Am 14. Juli 2018 auf jeden Fall mal. Alex ist endlich da. Mein Herz hat so stark geschlagen. Ich wollte cool bleiben und habe ihn zunächst gemieden. Das könnte die dümmste Idee aller Zeiten gewesen sein, aber irgendwie war das ein natürlicher Reflex. Morgen werde ich mit ihm reden und hoffentlich den Mut aufbringen, ihm die Wahrheit zu sagen. Am 16. Juli der nächste Eintrag. Ich habe das Gefühl, dass ich Alex nie erzählen werde, was mit mir los ist. Was mit uns los ist. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Und diese verdammte Wegener-Scheiße macht das Ganze auch nicht leichter. So darf er mich niemals sehen. Er meidet mich momentan, was die Sache noch schlimmer macht, aber vielleicht gibt es noch Hoffnung. Alles, was wir brauchen, ist eine sichere Unterkunft. In meinem Kopf habe ich schon alle Konstellationen unseres Gesprächs durchgespielt. Morgen werde ich mich ihm offenbaren. Ah. Ach so, das war der Eintrag davor. Hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. Und dann kam die Offenbarung. Aber was danach passiert, wissen wir dann nicht. Die letzten Seiten fehlen uns noch. Scheiße. Ich hoffe, wir können da noch was aufdecken. Bitte, bitte, bitte. Ich will das jetzt unbedingt wissen. So, wo geht's hier weiter? Hier lang oder hier lang? Ich weiß es gar nicht. Wo geht's denn hier hin? Ach, nirgendwo. Alles klar. Das wäre ja richtig kacke. Ich weiß, wir haben nicht alle Tagebuchseiten. Wir sind jetzt hier definitiv schon in den letzten Schritten dieses Spiels. Und wenn wir das Ganze mal aufrollen vom Jahr 2010, dann sehen wir gleich mal, wie viele Seiten uns fehlen. Nämlich hier schon mal eine. Dann eine zweite. Eine dritte. Eine vierte. Eine fünfte. Eine sechste und eine siebente. Uns fehlen insgesamt noch 7 Tagebuchseiten. Und wie sollen wir die 7 denn hier alle bekommen? Ich weiß, wir haben in den vorherigen Kapiteln schon einige vergessen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir in diese vorherigen Kapitel nie wieder zurückkommen. Ich habe nämlich gedacht und bin davon ausgegangen, dass wir den Wald von Anfang bis Ende betreten können und dann einfach, wenn wir von einer Mission zur nächsten laufen, hin und wieder eben diese Tagebucheinträge mitnehmen können durch die Klarsicht. Leider Gottes bleiben uns die jetzt verschlossen, zumindest teilweise. Einen Großteil haben wir dennoch gesammelt, bin ich auch sehr froh drüber. Ja, guck mal. Nichtsdestotrotz,
Werden uns einige dieser Einträge verschlossen bleiben, aber hoffentlich nicht die Antwort auf die alles entscheidende Frage jetzt, was war damals los mit Alex? War unsere Tochter Stella tatsächlich schwanger? Ist möglicherweise Alex das Biest? Vielleicht war das ja das Zusammenleben? Wo sind wir denn hier? Sag mal, was sind denn das für riesige Rohre? Und wir kommen genau in so ein Rohr rein. Eieieiei. Freunde. Ach, der Müll steht wieder rum. Na, Glückwunsch. Und zwar überall. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Noch ein Tagebuch? Ich hab keinen. Nee. Ich hab nichts bekommen. Nee, uns fehlen doch genau dieselben Seiten wie gerade eben. Das Geräusch des Tagebuchs war hier. Aber ich habe gerade nichts bekommen. Und guck mal einer an. Da sind Blüten zu finden. Und zwar genau dieselben Blümchen, die Eleonora gepflanzt hat. Und zwar überall hier. Rundherum liegen die Müllsäcke. Und dazwischen... Schalten wir jetzt hier gerade unser Tagebuch frei oder ja nicht so? Ach so, hier an der Wand schalten wir was frei. 19. Juli. Ich konnte mich fast nicht dazu durchringen, aber wenn ich es nicht tue, lande ich wieder bei Mama und diesem Arschloch. Nach dem letzten Vorfall ist mir klar, wie das enden würde. Er hat mir gedroht, mich auf die Straße zu setzen, wenn ich kein liebes Mädchen und nett zu ihm bin. Das wird mir keiner glauben. Und wie, wo soll ich denn hin? Ich bin krank. Ich habe kein Geld, ich habe keine Freunde. Meine einzige Hoffnung ist jetzt, Vater zu fragen, ob ich bei ihm wohnen kann. Jetzt brauche ich einfach nur einen sicheren Ort für uns beide. Ich werde ihm versprechen, dass ich nie wieder weglaufe und ihm keine Probleme mache. Er muss mir einfach glauben. Das ist wohl mein letzter Pfad des Mutes. »20. Juli. Liebes Tagebuch, dies ist mein letzter Eintrag für immer. Wo mein Weg mich hinführt, brauchen wir dich nicht mehr. Lebe wohl«, schreibt Stella. Oh je, Mini. Und ich glaube, jetzt wissen wir, was damals mit Stella passiert ist. Wir sind in Kapitel 12
und haben die letzten beiden Seiten aus Stellas Tagebuch. Der 19. Juli und der 20. Juli. Liebes Tagebuch, dies ist mein letzter Eintrag. Wo mein Weg hinführt, brauche ich dich nicht mehr. Lebe wohl, Stella. Jetzt ist die große Frage, und ich glaube, die werden wir erst am Ende von Kapitel 12 beantworten. Haben wir hier gerade tatsächlich die Leiche von Stella gefunden? Irgendwo in einer Welt, die wir uns, glaube ich, selbst nicht mehr erklären können, weil das hier ja weit ab von jeglicher Normalität ist. Oder war das Ende nur für unseren Kopf? Und das richtige Ende, das kommt jetzt noch. Das wissen wir nicht, denn ich habe ja mittlerweile die Hypothese schon aufgestellt, dass wir hier möglicherweise gar nicht wirklich nach Stella suchen, sondern sich das alles möglicherweise einfach nur in unserem Kopf abspielt. Denn dann hätte das alles mit dem Biest oder sonst irgendjemanden hier überhaupt keinen Sinn, wenn sie sich irgendwo hier im Wald erhängt hat. Wozu das Biest? Wozu all die anderen Feinde? Ich weiß nicht genau. Ich kann mir da noch keinen Reim draus machen. Wir haben sie auf jeden Fall hier beerdigt, aber die Toten sind schon einmal wieder auferstanden, wenn wir an Eleonora denken. Hoffen wir mal, dass das auch ein zweites Mal passiert. Wir sind wieder hier am Friedhof. Die Oma ist nicht hier. Und wir hören die Uhr ticken. Kommen wir da rein? Nee. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt tatsächlich das Ende von Stella gefunden haben. Oder ob da noch was anderes kommen wird. Wo müssen wir denn eigentlich hin, sag mal? Nach unten springen geht nicht. Ah. Wahrscheinlich geht's hier runter. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns immer weiter dieser Kirche an da hinten, die ein bisschen entfernt steht, aber... So you finally understand? Nein, noch nicht so ganz. But why me? You can find similar stories behind thousands of closed doors, Daniel. Children or adults trying to survive their lives in the best possible way. And many of them live in their own personal hell. Yours will last as long as you let the clock devour the world. At this point, I don't care about your stupid clock. There's nothing left for me in this world. That might be, but still. There's someone waiting for you on this path. Maybe you will change your mind and find them worthy of your help. Goodbye, Daniel. Und auch die Oma verabschiedet sich mittlerweile von uns. Und mal gucken, ob wir mittlerweile vielleicht schon wieder in unsere Welt zurückgekehrt sind, aber das ist nicht der Fall. Und jetzt sind nur noch wir hier. Gut, Eleonora muss ich auch noch irgendwo hier rumtreiben. Die hat das gesagt, sie geht mit uns bis zum Schluss, aber selbst bei ihr wissen wir ja nicht, ob sie überhaupt eine real existierende Person ist oder möglicherweise auch nur irgendjemanden, der bei uns da oben im Kopf existiert. So neblig war es noch nie hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe. Oh! Leah, I missed you so much. Really? You haven't forgotten me? How could I? I would never have guessed you were one of those dolls. You call me my doll when I was little. Maybe that's why I became one. Anyway, thank you for my Rosie. It was a nightmare to get the doll back. I have to go now, but thank you again. You are the best. Die Omi hat sich von uns verabschiedet. Leah hat sich von uns verabschiedet.
Ich vermute mal, dass wir Eleonora auch gleich wieder sehen werden, aber die große Frage bleibt weiterhin. Sehen wir Stella tatsächlich wieder? Oder mussten wir sie gerade wirklich begraben? Die Toten sind schon einmal wieder auferstanden. Und wie ich gerade gesagt habe, hoffen wir mal, dass das ein zweites Mal passiert. Ich versprach dir, dass wir uns wieder treffen. Das ist jetzt. Ich denke, ich verstehe endlich. Du hast nie existiert, oder? Ja, aber du hast mich ziemlich recht. Was does or doesn't exist, is based solely on our memory, Dan. If you can remember me, I exist. I'm glad I returned. If only to meet you. I was happy to help. I knew you'd need someone to take care of you. Thank you for everything, Elle. It was my pleasure. Good luck with the clock. Und wie ich's mir gedacht habe, genauso wenig wie Lia echt war, ist sie hier echt. Es ist alles nur ein Konstrukt unserer Fantasie, vermutlich genauso wie die Oma, möglicherweise ein Symbol für andere Personen in unserem Leben, möglicherweise ist das die Person von der perfekten Frau oder ein Symbol für die perfekte Frau, die Daniel sich in seinem Leben gewünscht hat, möglicherweise ist Lia die Version von einer Tochter, die er sich gewünscht hat. Wir wissen es nicht. Ich kann hier nur Mutmaßungen anstellen, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen hier in die Kommentare schreiben, denn da muss man schon sehr mit der Story mithalten, damit man sich hier noch wirklich hundertprozentig auskennt. Aber wir haben so viel erlebt in diesem Spiel, da fällt mir etwas bestimmt jetzt nicht ein, was man vielleicht sogar kombinieren müsste. Ach, guck mal, wer da vorne sitzt. Die Kleine aus der Unterwelt. Die, die uns unser bisheriges Leben nochmal vor Augen geführt hat. Hello again. You're Stella, aren't you? The true one. Maybe I am, maybe I'm not. I'm so sorry for everything I ever did to you. I didn't realize. Didn't I tell you that you'd find what you were looking for? And that you might not like it? You didn't believe me, right? But I am happy that you kept looking until you found the truth. You also showed that you deeply care. And that is something which deserves more than just an end. What do you mean? Don't you understand? The clock is you. As soon as it's gone, you're gone as well. So, why should I stop it? The guilt inside you asks for that. And at this point, there's no way to prevent it. But I want to give you one last thing before it does. What is that? Farewell, Daniel. Entschuldigung. Eieieiei, die Uhr ist ein Symbol für uns selbst. Wir sollen die Uhr anhalten und damit auch gleichzeitig unsere Schuldgefühle anhalten. Huch. Okay, ich glaube, hier geht's für uns hinein. In unser eigenes Grab, so wie es aussieht. Oh je, Mini. Die Offenbarung. Du weißt jetzt mehr, als du je wolltest. Und wir kommen in die Nähe der Uhr. Wir hören sie ticken. Wo ist das Ding?
Umso weiter wir hier voranschreiten, umso lauter wird die Uhr. Und die große Frage ist jetzt, sollen wir die Uhr... Oh, guck mal, Bonbon-Papierchen. Sollen wir die Uhr tatsächlich anhalten? Ich weiß nicht, ob wir eine Wahl haben, wenn ich ehrlich bin. Ob wir die Uhr anhalten können? Ob wir sie weiter ticken lassen können? Ich weiß nicht, ob wir hier eine Wahl haben werden. Was ich weiß, ist, dass wir es jetzt gleich gemeinsam herausfinden. Ich muss sagen, ich will jetzt auch nicht zu viel reden, weil das ja doch sehr ein epischer Moment ist gerade. Wir laufen hier die letzten Schritte bis zur Uhr. Irgendwo da oben müssen wir hin. Und hier sieht es ja sogar schon wieder halbwegs schön aus. Guck mal, da kommt das Wasser durch. Da können wir uns noch ein letztes Mal die Hände waschen. Aber mittlerweile ist da nicht mehr viel sauber zu kriegen, wenn wir ehrlich sind. Weiteres Bonbon-Papierchen. Wie viele haben wir denn jetzt mittlerweile? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Wahrscheinlich weit weg von allen. 90. 10 fehlen uns noch und wir sind kurz vor dem Ende. Da haben wir einige wohl nicht mitgenommen. Mittlerweile sind wir der Uhr doch schon sehr, 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 sehr nahe gekommen. Und wir sind auf den letzten Metern. Hier sind wir. Die Kirche. Fun. Let's play again. Thank you, Dad. But I'm going outside now. Oh, all right. Just don't go too far. You know where we are. Und liebe Freunde, das ist das Ende. Wieder vereint das Ende von Someday You'll Return. Eines der vielen Enden. Denn es gibt hier nicht nur unseres, sondern noch einige andere. Aber dieses Ende haben wir als Ende gewählt für unsere Let's Play-Reihe hier. Und ich glaube, es ist tatsächlich das beste Ende. Wir sind wieder vereint mit Stella.
Ich weiß nicht, ob wir das Ganze jetzt hier überlebt haben oder ob wir möglicherweise auch irgendwo gestorben sind im Wald. Nichtsdestotrotz, es war, denke ich, eines der besseren Enden, eines der guten Enden. Das Kartenspiel hat sie gewonnen, aber das macht man ja auch normalerweise so. Lässt erstmal die Kinder gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was kommen wird nach den Credits. Ich habe noch so viele Fragen. Aber ich glaube nicht, dass wir auf all diese Fragen eine Antwort kriegen können. Wir haben leider Gottes nicht alle Sammelobjekte mitnehmen können, die es hier gibt. Und es gibt wirklich viele in diesem Spiel. Über 200 davon. Und ich habe mich leider nur an einem Video orientieren können, das vom Originalspiel stammt. Vom Originalspiel aus dem Jahre 2020. Und wir haben ja hier die Director's Cut-Version, die überarbeitete Version gespielt, wo eben ein paar Level anders designt wurden und wo eben zum Beispiel auch die Sammelobjekte einen anderen Platz hatten als im Originalspiel. Deswegen bitte nicht böse sein, dass wir da jetzt nicht wirklich 100% geschafft haben. Es gab ein paar versteckte Quests, wie zum Beispiel der Pfad der Inquisition oder eben auch die Hatter-Quest, mit der wir hätten öffnen können die letzte Box, die wir gefunden haben hier im 11. Kapitel. Leider Gottes haben wir auch das nicht gemacht, haben wir auch das übersehen und natürlich von den Sammelobjekten auch nicht alle mitgenommen, genauso wenig wie vom Tagebuch, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass wir Richtung Ende hin nochmal die Möglichkeit haben werden, eine Runde zu drehen im gesamten Wald und uns dort die letzten Tagebucheinträge zu schnappen, nämlich durch die Klarsicht. Hat leider nicht funktioniert, nichtsdestotrotz haben wir einen Großteil des Tagebuches zumindest vervollständigen können. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt darauf festlegen, wir haben die tote Stella aus dem Wald wieder nach Hause gebracht und sind zumindest in unserem Kopf mit ihr wieder vereint. Das ist zumindest das Ende, wie ich es mir vorstelle. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Ende, das wir hier gerade jetzt bekommen haben, so aufgefasst habt. Oder wenn ihr das Spiel selber gespielt habt, welches Ende ihr so bekommen habt. Denn es gibt ja hier definitiv mehr als eins. Es gibt hier mehrere Enden, die man erreichen kann. Und eins davon haben wir als Ende in diesem Durchgang, in diesem Spiel bekommen. Ich sage, liebe Freunde, Dankeschön fürs Zusehen von dieser Folge und natürlich von der gesamten Let's Play-Reihe. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Es war lange auf meiner Liste. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier durch die wunderschönen Wälder zu gehen. Leider Gottes, jetzt im Nachhinein gesehen, hätten wir das Ganze ein bisschen anders angehen müssen und die Sammelobjekte schon vorher uns schnappen, beziehungsweise zumindest die Tagebucheinträge. Leider Gottes sieht man das immer erst im Nachhinein, man wird im Nachhinein schlauer. Nichtsdestotrotz, den Großteil der Sammelobjekte haben wir mitgenommen, da bin ich sehr stolz drauf. Und ja, liebe Freunde, das war Let's Play Someday You Will Return im Director's Cut. Wir können gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, wie ihr die Story so auffasst, was ihr zum Ende sagt, ob ihr möglicherweise eine ganz andere Conclusio zieht, wie ich jetzt hier gerade. Wir können gerne weiter diskutieren in den Kommentaren, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem anderen Let's Play hier auf dem Kanal. Es sind ja noch einige Let's Plays geplant, doch gerne könnt ihr in der Kanalinfo gucken, in der Liste der zukünftigen Games und auch Games für Livestreams. Da seht ihr dann eine Liste unterteilt in diesen Spielen, die ich normal aufnehme und die Spiele, die wir im Livestream spielen wollen. Da gibt es eine wirklich, wirklich lange Liste an offenen Spielen. Also ihr könnt euch definitiv hier noch auf einiges gefasst machen. Ich bin gespannt, ob hier noch was kommen wird oder ob wir dann im Hauptmenü landen, wenn die Credits durch sind. Werden wir gleich rausfinden. Gucken wir gleich mal. Ansonsten sage ich nochmal Dankeschön fürs Zusehen von dieser Runde hier von Someday You Will Return und natürlich von der gesamten Let's Play-Reihe. Und wir sehen uns dann spätestens in einem anderen Spiel hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Tschüss.